Moin, ich bin Merle, ich bin 20 Jahre alt und ich studiere hier im 5. Semester an der Grundschule Wandsbek in Hamburg und ich bin Studentin des Monats August. Ich habe früh angefangen, viel zu malen und zu basteln. Meine Mutter ist auch Kommunikationsdesignerin und auf ihre Arbeiten habe ich dann auch immer mal rübergeschaut. Sie hat mich mitgenommen, mich gefragt, was ich davon halte. Dann habe ich in der Schule unglaublich viel Spaß am Kunstunterricht gehabt. Ich hatte auch Kunstleistungskurs und habe dann ein Praktikum bei HMMH Multimedia Haus in Bremen gemacht. Das hat mir super gefallen und da habe ich mir dann gedacht, ja, das ist das, was ich dann später machen möchte. Und habe mich dann hier an der Kunstschule beworben. Das ist eigentlich ganz witzig gewesen. Ich wollte eigentlich nur ein Infomaterial anfordern auf der Website und hatte dann zufällig bzw. aus Versehen ein Bewerbungsgespräch gebucht. Bin dann hier mit meiner Mappe hin und habe eigentlich gedacht, dass sie mir einfach sagen, ja, das ist gut und das ist schlecht in deiner Mappe, das kannst du noch verbessern. Und bin dann hier raus mit einem Platz an der KW. Basteln und Zeichnen war für mich schon immer so eine kreative Freizeitbeschäftigung. Ich habe es unglaublich gern gemacht, einfach um auch abzuschalten. Und Malen mache ich auch immer noch total gerne. Einfach manchmal auch ein bisschen Farbe rumschubsen, ist total therapierend. Und da so einen persönlichen Touch mit reinzubringen und auch bei Geschenken für Freunden einfach noch was Persönliches mit reinzubringen, das macht unglaublich viel Spaß und ist auch irgendwie so die Zeit, die man sich für sich nehmen kann. Durch die Kunstschule habe ich dann auch gelernt, dass ich das, was ich analog mache, auch eben digital umsetzen kann und dass sich daraus eben auch so ein eigener Stil entwickelt. Und als ich mir dann mein eigenes Grafiktablet angeschafft habe, finde ich, hat das das Ganze nochmal vereinfacht und ich habe einfach viel mehr Spaß daran bekommen, das Ganze digital umzusetzen und zu sehen, was ich dann damit alles machen kann. Am liebsten würde ich sagen, arbeite ich im Corporate Design, weil ich einfach finde, dass es total facettenreich ist. Man kann sowohl digital als auch eben analog arbeiten und wirklich versuchen, dem Unternehmen mit einer bestimmten Gestaltung eben seinen eigenen Charakter zu vermitteln. Dass ich einfach zeige, dieses Unternehmen ist beispielsweise nachhaltig und ich kann in allen Bereichen, die man Werbung schalten kann, eben zeigen, was das Unternehmen ausmacht. Und sobald ich dann eben für dieses Unternehmen oder für das, wofür sie stehen, brenne, finde ich, kann man das super gut umsetzen. Ich würde sagen, mein Stil ist sehr verspielt, aber auch irgendwie persönlich und es hat immer so eine handgemachte Note mit drin. Dadurch, dass ich eben versuche, meine eigene Schrift mit reinzubringen und ich spiele auch viel mit Farben rum und kombiniere das, versuche aber trotzdem irgendwie auch schlicht zu bleiben, sodass das, was ich dem Betrachter eben sagen möchte, trotzdem noch gut hervorkommt, aber eben auch alles illustrativ zu lösen. Neben der Uni arbeite ich als Werkstudentin bei Aspiria Non-Food, habe da ein super Team und arbeite da jetzt schon seit letztem Jahr, das heißt ein Jahr ungefähr schon. Und da sind meine Aufgaben hauptsächlich in der Produktfotografie, aber auch im Produktdesign und in der Bildbearbeitung. Momentan ist viel los, das 5. Semester ist viel Arbeit. Trotzdem versuche ich neben der Uni natürlich auch weiter kreativ zu arbeiten und meinen Pinsel in die Hand zu nehmen und einfach auch ein bisschen analog zu arbeiten. Und nebenbei nehme ich ein paar kleinere Aufträge an und schaue zum Beispiel mit meiner Mutter, dass wir irgendwie ehrenamtlich arbeiten können. Meine Mutter inspiriert mich wirklich in sehr vielen Bereichen und auch im Bereich Design, weil ich behaupten würde, dass wir beide ungefähr die gleichen Ideen und Geschmäcker haben, was Design angeht. Sie arbeitet auch sehr viel illustrativ und auch sehr handgemacht. Inspiration ziehe ich mir am liebsten aus kleinen Unternehmen und kleinen Firmen, die irgendwie auch auf Nachhaltigkeit stoßen und versuchen, Nachhaltigkeit mit in der Gestaltung mit einzubringen. Ich finde, es ist ein großes Talent, zu zeigen, was wirklich hinter der Marke steht. Und dieser Nachhaltigkeitsgedanke, der hat häufig auch in der Gestaltung so einen persönlichen Touch. Und da ich auch viel mit Illustrationen eben arbeite, versuche ich eben dieses Handgemachte mit einzubringen. Und ich finde, da sind kleine Unternehmen perfekt für. Kreativität für mich ist, eine Idee zu haben und diese Idee an dieser Idee festzuhalten. Und egal was kommt, einfach versuchen, diese Idee immer wieder umzusetzen. Auch wenn es manche Hürden gibt, dass man einfach eine Vision im Kopf hat und diese Vision auch versucht, genauso umzusetzen. Weil die Ideen, die einem im Kopf kommen, die sind meistens auch die besten. Und man kann sich super durch andere inspirieren lassen. Aber das ist für mich Kreativität, einfach eine Vision eben aufs Blatt zu bringen und danach wirklich stolz drauf zu sein. Wenn ich einen Kreativ-Tief habe, dann hilft es mir am besten, einfach rauszugehen und mal den Kopf auszuschalten und nicht die ganze Zeit darüber nachzudenken und mir Druck zu machen, ich muss das jetzt
gestalterisch umsetzen, sondern einfach rauszugehen an die frische Luft, mir meine Zeit für mich zu nehmen. Häufig gehe ich dann laufen, aber am liebsten gehe ich dann eben schwimmen, weil ich dann einfach am besten abschalten kann. Tatsächlich schwimme ich schon gefühlt mein ganzes Leben lang. Da in der Stadt, in der ich aufgewachsen bin, war ich jahrelang in der DLRG auch ehrenamtlich tätig in der Jugendarbeit. Bin auch Wettkämpfe geschwommen und das ist bis heute eigentlich, hat es angehalten. Also Schwimmen ist wirklich so das Hobby für mich, bei dem ich behaupten würde, das bleibt für immer eigentlich mein liebstes Hobby, weil ich einfach, ich finde, sobald ich ins kalte Wasser springe und einfach für mich bin und die Bahn ziehe und beim Training bin, ist es einfach alles andere, ist in dem Moment abgeschaltet. Als Ausgleich im Homeoffice, natürlich alle gehen spazieren, ich gehe lieber laufen. Lange Strecken sind für mich so die Alternative gewesen zum Schwimmen im Lockdown. Musik an und einfach loslaufen und frische Luft schnappen. Das tat mir am besten. Ich bin sehr perfektionistisch. Manchmal würde ich auch sagen, viel zu perfektionistisch. Also, dass ich dann wirklich abends da sitze und ich muss es dann noch fertig bekommen. Wenn ich mir dann was in den Kopf gesetzt habe, dann muss das auch genauso funktionieren, wie ich mir das gedacht habe. Ich glaube, darunter leiden wirklich viele Kreative. Wie gesagt, das ist so eine Kreativkrankheit. Die kann man auch schwer überwinden. Aber ja, es ist wie so ein Zwang. Man muss das umsetzen, was man sich vorgestellt hat, eben die Vision, die man in seinem Kopf hat, aufs Papier zu bringen. Nach meinem Abschluss sind auf jeden Fall noch meine Ziele, dass ich verschiedene Werbeagenturen kennenlernen kann und mich in verschiedenen Bereichen einfach weiterbilden kann und verschiedene Bereiche kennenlernen kann, weil ich das unglaublich spannend finde. Danach möchte ich auf jeden Fall noch mal ins Ausland gehen und die Zeit nutzen und beispielsweise ein Auslandspraktikum machen und eben auch die Agenturen in anderen Ländern kennenlernen. Wo ich auf jeden Fall noch mal hin möchte, ist Südamerika. Ob ich dann da vielleicht mein Auslandspraktikum mache oder einfach nur die Kultur kennenlerne, ist noch nicht beschlossen, aber Südamerika ist auf jeden Fall ein großes Ziel von mir. Neuen Studenten würde ich auf jeden Fall weitergeben wollen, dass sie sich niemals vergleichen dürfen. Jede Gestaltung ist irgendwie unterschiedlich und hat seine eigenen Stärken. Vergleichen ist in keinen Bereichen gut und wir sind alle hier, um irgendwas zu lernen. Die einen können das eine schon besser, die anderen das andere, aber wir gehen hier alle mit sehr guten Arbeiten raus. Vielen Dank. Tschüss.